Herzlich willkommen zum Freitagsinterview des Ostpassage Theaters. Heute moderiert Marina Erler, Ostpassage Theater Plenumsmitglied und Cluborganisatorin. Im Gespräch ist heute mit mir Daniel Meyer. Möchtest du dich selber vorstellen? Ja, danke, hallo. Genau, ich bin Daniel Meyer. Ich bin, um deine Worte zu verwenden, Ostpassage Theater Plenumsmitglied. Und bin auch in verschiedenen AGs am Ostpassage Theater organisiert. Zu meinen Herzens-AGs gehören die AG Kino, die AG Spielplan und auch die AG Öffentlichkeitsarbeit. Daniel, wie bist du denn zum Ostpassage Theater gekommen? Wie bin ich zum Ostpassage Theater gekommen? Das ist eine etwas längere Geschichte. Die fängt an im Jahr 2015. Also als Nebeninfo sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich nach Leipzig gezogen bin, um zu studieren, und zwar Theaterwissenschaft. Studiere ich immer noch, mittlerweile im Master. Und 2015 hatte ich im Rahmen dieses Studiums an einem Theorie-Praxistransfer-Modul, so nennt man das an der Uni, teilgenommen, das eben von Personen geleitet war, nämlich Matthias und Melanie Sterber und auch Daniel Schade, die damals in der Gruppe TAG organisiert waren. Und die Gruppe TAG hat zur Initiative zur Gründung des Ostpassage Theaters gehört. Das heißt, da hatte ich den ersten Kontakt zu Akteurinnen des Ostpassage Theaters. Oder das gab es ja damals, also es stand damals ja noch leer, es war ja 2015, da war nur Aldi drin. Und eines Tages bin ich dann auch selbst ans Theater gekommen. Es war nämlich so, dass im Rahmen dieses Seminars, das war so ein Projekt von dieser Gruppe TAG, das hieß Leipzig, eine utopische Kommune. Und da gab es einen AutorInnen-Wettbewerb. Da waren die Leute angehalten, ihre Texte, die mit Utopien und Leipzig zu tun haben, einzusenden. Und bei der Preisverleihung von dem Gewinnertext wurden eben noch drei weitere Texte szenisch gelesen. Und da wir Studierenden eben angehalten waren, mitzuwirken auch bei diesen Lesungen, habe ich mich dazu bereit erklärt und stand dann eines Tages auf der mir noch gänzlich unbekannten Eisenbahnstraße 2015 an der Haltestelle und wurde da abgeholt und ins Ostpassage Theater geführt. Und das sah damals noch ganz anders aus als heute. Also es war noch überhaupt nicht renoviert. Man sah vom einen Ende des Saals bis zum anderen. Das sind ja mittlerweile, ist ja an der Bühne hinten eine Wand und auch am Eingang. Und ja, also es hat auch mehr so Baustellen-Flair gehabt. Und da hatten wir dann auch tatsächlich als Bühnenbild auch ein Baugerüst aufgebaut gehabt, auf dem ich dann im Himmel stand bei dieser szenischen Lesung, denn ich durfte nämlich Gott spielen bei der Geschichte, die hieß Die Fete im Punkthochhaus. Das war das erste Mal, dass ich die Hallen des Ostpassage Theaters betreten habe, 2015. Hatte ich das dann gleich gecatcht? Oder wie kam es dann dazu, dass du diesem Verein beigetreten bist und also im Endeffekt dir dann bis zur Eröffnung dran mitgearbeitet hast und jetzt weiterhin dabei geblieben bist? Hat es mich gleich gecatcht? Eher nicht so. Es war damals aber auch eine ganz andere Dynamik. Also 2015 stand die Eröffnung des Theaters ja noch in den Sternen. Und ich glaube auch die Arbeit, die der Ostpassage Theaterverein damals gemacht hat, ist kaum mit der Arbeit, die wir heutzutage machen, zu vergleichen, weil es ja einfach diesen Raum noch gar nicht gab und es eher mehr so Ideenschmiede und Herumgespinne war, beziehungsweise halt so eine teilweise Nutzung des Raums dann halt für so einzelne Projekte. Das heißt, da war halt nicht so der Drive, auf den man jetzt unbedingt aufspringen konnte. Und letztendlich bin ich dann ans Ostpassage Theater festgekommen, als es mich gecatcht hat. Das war auch, hat auch mit meinem Studium zu tun. Ich musste nämlich noch ein Pflichtpraktikum ablegen. Und da mich alle anderen Theaterhäuser anscheinend nicht wollten, hatte ich mich dann ans Ostpassage Theater gewandt. Ich hatte ja da zum Glück noch die E-Mail-Adressen und habe gefragt, hey Leute, wie sieht's bei euch aus? Kann man bei euch auch Praktika machen? Und das war damals nicht einfacher, als es heute ist.
Also eigentlich ganz schwer, nur möglich. Aber nach so ein bisschen hin und her wurde ich dann tatsächlich mal zu so einem Plenum vom Ostpassage-Theater eingeladen und durfte mich da vorstellen und meine Praktikantendienste anbieten. Und da hat es mich dann ziemlich gecatcht, weil das war dann im Mai 2017. Und damals war noch der Plan, im Herbst zu eröffnen. Also da war dann tatsächlich dieser Drive da, der einen gecatcht hat. Also dieses, da war es nicht mehr in den Himmel schauen oder so, sondern es war eigentlich schon ganz konkret. Also der Verein stand damals schon in Verhandlungen mit dem Vermieter über den Mietvertrag. Und es gab auch schon Ideen für einen Spielplan, wie man dann gleich starten soll. Hatte man sich auch schon vernetzt mit Gruppen. Und es gab auch schon Projekte, die eben damals liefen, um sozusagen ein eigenes Programm für den ersten oder für den Eröffnungsspielplan zu schaffen. Unter anderem ein Projekt, das hieß Unter uns, und es ging um Nachbarschaftstheater. Geleitet wurde das von Caroline Süßmann. Caro, kennst du, ist ja auch Plenumsmitglied. Und da ging es darum, dass es war ein Projekt für junge Menschen, die eben über Nachbarschaft sich Gedanken gemacht haben und so ein bisschen ihre Nachbarschaft erkundet haben, so Fragen an NachbarInnen gestellt haben, auch an sich selbst oder auch geguckt haben, wie funktioniert Nachbarschaft, was gibt es für Bilder von Nachbarschaft. Was hat man für Bilder, wie das vielleicht mal früher war? Wie ist es heute? Was wünscht man sich dafür? Was fehlt einem? Was kann man eigentlich gar nicht gebrauchen? Und da hatte sich eine ganz coole Theatergruppe auch bei gebildet. Und letztendlich war das so der Katalysator, glaube ich, dass ich halt direkt, als ich dann angefangen hatte mit dem Praktikum, eben in so ein Projekt reingekommen bin und da eben auch gleich eingebunden wurde. Da hat es mich dann gecatcht. Und seitdem, wie gesagt, verpasse ich nicht so viele Pläne. genau, und bin dabei im Ostpassage-Theater. Wie war das für dich jetzt mit dieser Situation, plötzlich das Theater schließen zu müssen? Das kam ja alles sehr abrupt. Ich weiß noch, wie tröpfchenweise die Leipzig-Lies-Veranstaltungen abgesagt wurden und dann war der Laden erstmal dicht. Wie bist du persönlich mit dieser Situation umgegangen? Ja, das kam tatsächlich so über einen hinweggerollt irgendwie. Ich erinnere mich noch, als das Ganze halt noch irgendwelche Nachrichten waren, die man hin und wieder dann mal gehört hatte und man es einfach auch gar nicht so präsent hatte und auch gar nicht so in seiner alltäglichen Welterfahrung irgendwie drin hatte. Und tatsächlich hat es auch bei mir ganz viel mit Alltag gemacht oder Alltag ausgelöst, weil letztendlich das Ostpassage-Theater auch so ein bisschen meinen Lebensrhythmus bestimmt. Also da weiß ich halt, Montagabend ist Plenum, Mittwoch ist Kino, Freitag, Samstag sind Veranstaltungen. Und das habe ich dann schon gemerkt, als es dann eben nicht mehr ging, weil eben sich Corona eben auch in Europa breit gemacht hatte und dann ja auch die Maßnahmen von der Regierung beschlossen wurden. Und plötzlich ist es alles weggefallen, dieses Alltagsgerüst, so das ich hatte, ne? Also da regelmäßig eben hinzugehen und auch Veranstaltungen zu machen. Das Plenum haben wir zum Glück, ich glaube, übergangsfrei. Also das war eigentlich ein smoother Übergang. Einmal haben wir geskypt am Anfang, aber dann sind wir direkt auf Zoom auch umgestiegen. Also das haben wir direkt in den virtuellen Raum gehoben. Da gab es keine Unterbrechung. Das war eigentlich ganz gut, glaube ich. Es war auch schön, weil wir alle so einen Elan hatten. Also das war mein persönliches Gefühl, dass es irgendwie mit viel Elan, okay, das ist jetzt so und wie gehen wir damit um? Also ich glaube, so eine Mischung zwischen Panik, Optimismus und Tatendrang. Ja, genau. Also auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen konnten wir das eigentlich auch ganz gut beibehalten. So. Und interessanterweise hat es sich aber trotzdem halt wie so ein Standby angefühlt. Ne? Also weil Man trifft sich ja trotzdem irgendwie jede Woche oder wir haben ja dann noch diese ganzen AGs und Taskforces dann auch nochmal gebildet, jetzt hier für das Radioprogramm. AG Öffentlichkeitsarbeit hat sich noch verstärkter getroffen und so. Also teilweise ist die AG-Arbeit jetzt in dem virtuellen Zoom-Raum ja sogar noch stärker geworden. Und trotzdem, gleichzeitig ist halt das Theater zu.
Also trotzdem ist es zu und alles, was man macht, kommt man halt nicht so sehr gespiegelt, wie wenn man eben eine Abendveranstaltung beplant. Also wenn man da bei der AG Spielplan zum Beispiel damit KünstlerInnengruppen ins Gespräch kommt und da den Termin bookt mit denen, das dann alles plant, dann hat man halt letztendlich das Resultat seiner Arbeit, sieht man dann eben an dem Abend, wo diese Veranstaltung dann läuft, wo die Leute kommen, sich das angucken und mit glücklichen, fröhlichen Gesichtern aus dem Theater kommen. Da kann man sozusagen die Früchte seiner Arbeit ernten und da bekommt man eben gespiegelt so, wow, cool, dass das läuft, cool, dass wir hier sowas machen. Und das fehlt halt tatsächlich jetzt gerade. Also wir arbeiten trotzdem regelmäßig und auch sprechen ja und machen auch da echt, ja, machen ja trotzdem auch echt was. Und man kriegt es halt eigentlich nicht mehr so gespiegelt. So. Also, ja, es gibt leider kein Feedback. So, das ist einfach ein bisschen verrückt. Naja, genau. Und daraus, ja, ergibt sich doch auch eigentlich so die Essenz, die ja eigentlich so Theater ist, nämlich soziale Begegnungen. Also, oder darum geht es uns ja im Ostpassage-Theater. Wir sind ja kein Online-Theater oder wir sind ja kein Cyber-Unternehmen. So, wir wollen ja die Begegnungen in der Nachbarschaft. Wir wollen ja diesen Raum und dass Menschen dort eben sich begegnen und gemeinsam Erfahrungen machen. Und ja, das gibt einem irgendwie schon zu denken, wie geht sowas eben zusammen mit solchen Ausnahmezuständen? Und ja, also der Virus gefährdet halt auch ja unser Konzept als Nachbarschaftstheater im Grunde. Ja, Tatsache. Ja. Aber jetzt nochmal auf diese Online-Geschichten, oder du hast schon gesagt, Online-Theater-Sache einzugehen, ist meine Frage: Hast du tatsächlich diese Online-Angebote angenommen? Also ich aus persönlicher Erfahrung weiß, ich habe zum Beispiel mir ein Stück angeguckt von irgendeiner Schauspielschule in München, die das eben live produziert haben. Das war dann ein live Zoom-Ästhetik-mäßiges Stück auf YouTube. Aber das war so überproduziert, dass es sowieso war wie ein Film. Und deswegen habe ich dann einfach auch nach 10 Minuten gesagt, ja, cool, dass ihr es versucht habt, aber ich kann es mir eigentlich nicht angucken. Ich habe dann noch, weil ich studiere auch Theaterwissenschaft, noch im Bachelor. Und da wurde uns auch angetragen, einige Inszenierungen zu schauen. Aber ich habe festgestellt, dass mich das gar nicht erreicht, so durch den Bildschirm. Egal, wie toll die Aufnahme ist, es macht mir keinen Spaß. So, da fehlt was. Wie ging es dir damit? Ja, also absolut. Mir geht es eigentlich genauso. Also ich studiere auch Theaterwissenschaft und genau, da wird einem ja tatsächlich auch bei jeder Veranstaltung irgendwie da noch der Stream und da noch der Stream angepriesen. Aber das scheitert bei mir einfach schon daran, dass ich irgendwie nicht die Zeit dafür finde oder letztendlich mir dann die Zeit auch nicht dafür nehmen will. Tatsächlich, weil ich da halt auch irgendwie denke, dass da halt was Essentielles dann fehlt. Und wie du sagst, also wenn das dann noch montiert, also ne, das dann mit Schnitt und mit verschiedenen Kameras und so. Ich meine, was ja auch gut und cool ist als so eine starre Kamera oder, also genau, wenn es am Ende halt doch auch nur wie ein Film ist, dann kann ich mir ja auch gleich einen Film angucken. So, also der Film hat dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Tatsächlich aber solche Sachen, also ich habe mir keine Online-Inszenierungen oder Streams von irgendwelchen Theaterhäusern oder so, habe ich mir keine einzige angeschaut. Aber ich kenne das natürlich, weil auch im Studium, wenn das auch in Präsenzveranstaltungen möglich ist, hat man ja auch öfters so Videosichten. Es gibt ja auch Inszenierungen, Aufführungen, die regelrecht Kult in ihrer Filmaufnahme dann wurden. Also kam jetzt auch bei diesen Livestreaming-Sachen von den Theatern, kam ja jetzt auch zum Beispiel Robert Wilsons Hamlet-Maschine vom Thalia Theater aus den 80ern, kam auch wieder. Das ist zum Beispiel so eine Vorstellung, die hat da irgendwie auf dem Film, hat die da nochmal ein zweites Leben entwickelt. Also von daher kenne ich das ja, aber genau, es ist halt ein ganz anderer Grad von Erfahrung, als man halt hat, wenn man ins Theater geht und wenn man da eben gemeinsam
in diesem vergänglichen Augenblick Erfahrungen teilt. Das ist ja auch tatsächlich dann auch das Problem, was vielleicht so Produktionen wie du eine beschrieben hast, was die vielleicht irgendwie zu wenig reflektieren oder gar nicht so aufmachen halt, dass die Leute ja letztendlich, egal ob das jetzt auch, ob das jetzt eben mit einer Gleichzeitigkeit und so passiert und egal ob das sich jetzt eben diesen anderen Mitteln bedient, am Ende sitzt halt doch jede und jeder im stillen Zimmerchen so und im isoliert und zu Hause und im Privaten so und Theater ist halt nichts Privates, das ist was Öffentliches und deswegen sind vielleicht solche Versuche schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber trotzdem finde ich es natürlich richtig und wichtig, sich natürlich auch über solche Formate Gedanken zu machen, also wie kann denn vielleicht sowas wie Theater auf eine andere Art und Weise funktionieren, wie, ja, aber genau, also man muss halt gucken, halt diese Leiblichkeit oder dieses Öffentliche, diesen sozialen Aspekt von Theater, den kann man halt, glaube ich, ganz schlecht einfach ausradieren, weil dann ist eben kein Theater mehr. Und man kann ihn halt wahrscheinlich auch ganz schlecht irgendwie simulieren mit Technologie. Ja, also ich bin auch jetzt super gespannt, wie das sein wird, wenn die ganzen Spielstätten wieder öffnen werden. Weil wir haben immer noch keinen natürlichen Theaterraum. Also im Ostpassage-Theater haben wir jetzt auch experimentiert mit der Bestuhlung. Es sind dann immer so Krüppchen. Und ich habe das Gefühl, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dasselbe physische Erlebnis sein wird wie vor Corona. Also mit diesen Maßnahmen sieht einfach auch der Raum anders aus. Wir sitzen anders in diesem Raum und wir sind auch wieder mehr voneinander getrennt als sonst. Wie glaubst du, wird das jetzt einfach in Zukunft aussehen für die nächsten Monate, bis endlich ein Impfstoff gefunden wird? Ja. Das ist eine spannende Frage und das treibt mich auch selber sehr um, weil wir ja tatsächlich gerade auch dran arbeiten sind, wie so ein Veranstaltungsbetrieb eben gestaltet sein könnte. Und der wird ja dann auch irgendwann mal stattfinden. Also sonst würden wir nicht dran arbeiten. Und es, ja, es, also es ist halt noch vollkommen unklar. Also es wird sich zeigen. Ich denke aber schon, dass es nicht allzu krass sein wird. Naja, ich denke, die Erfahrung wird nicht so sehr ärmer sein als anderer Spielbetrieb. Also mit so 1,5 Metern zwischen den Sitzgruppen ist man ja doch irgendwie noch, teilt man ja trotzdem noch einen Raum. Und man teilt vor allem eben auch die Erfahrung, die auf der Bühne geschieht. Man kann sich halt wahrscheinlich nicht mehr so gut darüber austauschen. Also man muss ja auch zu den anderen Sitzgruppen muss man ja dennoch den Abstand halten und kann ja dann nicht auch mal kurz irgendwie schnacken oder kommentieren. Ja, vielleicht bringt es aber tatsächlich nochmal einen anderen Drive rein, weil die Leute ja auch vielleicht auch unbewusst ja auch deswegen ins Theater gehen, wegen so einer gemeinschaftlichen Erfahrung. Und wer weiß, vielleicht führt dann eben der Abstand zwischen den Leuten zu mehr Zwischenrufen zum Beispiel. Also, dass ich dann irgendwas rufe, damit auch die anderen Leute meine Reaktion am anderen Ende des Raums mitbekommen. Oder auch solche Sachen wie Lachen. Das wird ja trotzdem auch stattfinden. Das wird sich auch über 1,5 Meter verbreiten. Also genau, das Lachen ist auch noch über 1,5 Meter ansteckend. Coronavirus hoffentlich nicht. Ja, ich sehr gute Haltung auf jeden Fall. Daniel, was sind momentan deine Zukunftsvisionen für das Ostpassage-Theater? Meine Zukunftsvision fürs Ostpassage-Theater. Ja, da könnte ich auf verschiedene Arten jetzt antworten. Also ich könnte natürlich von meiner ganz persönlichen Utopie ausgehen. Ich könnte auch von meiner ganz persönlichen Schwarzmalerei ausgehen. Ich könnte auch
Ich könnte auch vermeintlich objektiv die jetzigen Prozesse und Zustände weiterdenken in die Zukunft. Ich glaube, es ist ganz schwer, da Prognosen zu treffen. Ich glaube, ich möchte da zum Anfang zurück, weil dein Beginn im OPT hat ja viel mit Utopien zu tun. Also bin ich eigentlich am meisten interessiert an deiner jetzigen persönlichen Utopie. Wie wird es am besten mit dem Ostpassage-Theater weitergehen aus deiner Perspektive? Also aus meiner Perspektive geht es am besten mit dem Ostpassage-Theater weiter, dass eben die Corona-Krise unter veränderten Bedingungen überstanden wird, dass das Ostpassage-Theater da jetzt keine großen Schäden von trägt, also von wegen auch also finanzieller Natur, aber auch, dass wir zum Beispiel ZuschauerInnen nicht verlieren oder auch, dass Gruppen weiterhin bei uns aktiv bleiben. Genau, das wird überwunden werden. Und dann, wenn das alles ein bisschen im Griff ist, wird man sich auch nochmal eben ein bisschen langfristigeren und mittelfristigeren Zielen annehmen. Ein wichtiger Punkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir jetzt vorstelle, Ostpassage Theater in 10 Jahren, das hat dann einen Treppenlift oder einen Personenaufzug und eine barrierefreie Toilette, um eben halt den Zugang für alle Menschen auch zu ermöglichen ins Theater. Die Eintrittspreise werden gleich niedrig bleiben, wie sie heute sind, um eben da auch möglichst barrierefrei zu sein. Und am liebsten hätte ich natürlich einen Spielbetrieb, wie wir ihn in unseren besten Zeiten Oktober 2019 hatten. Also irgendwie 20, 25 Veranstaltungen im Monat. Den hätte ich natürlich gerne, um halt ein möglichst vielfältiges und diverses Programm zu bieten. Aber genau, und der utopische Traum dabei ist aber, dass die Arbeitsbelastung für die einzelnen Leute eben trotzdem nicht zu krass wird. Also dass ganz viele Menschen aus der Nachbarschaft Lust haben, am Ostpassage Theater eben ehrenamtlich mitzuwirken, das mitzugestalten, sich da zu verwirklichen, ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Und das ist einfach, dass sich die Erfolgsgeschichte, die der Laden ja hat seit der Eröffnung, dass die sich fortschreibt. Und insofern ist es halt, jetzt komme ich schon wieder dazu zurück, warum es schwierig ist, da Prognosen zu treffen, weil es halt so ein dynamischer Prozess ist. Also es lebt halt von den Menschen, die da mitmachen. Und wer weiß, vielleicht in einem Jahr bist vielleicht du, liebe Zuhörerin, dabei und krempelst den Laden komplett um. Und dann ist es auch gut so und dann ist es auch schön. Genau, und ich würde mir halt wünschen, dass es eben diesen Geist bewahrt, also diesen, du kannst mitmachen, du kannst dich hier verwirklichen, du brauchst keine Vorkenntnisse. So, man muss ja sagen, es ist ja ein einmaliges Experiment, was letztendlich hier am Ostpassage Theater gemacht wird. Es sind alles Menschen, die noch nie vorher ein Theater eröffnet haben, geschweige denn im Theater groß gearbeitet haben. Und die ziehen das jetzt auf von Anfang bis Ende, vom Fundament bis zum Bühnengeschehen. Und dieser Geist muss einfach beibehalten werden. Also nicht, dass wir irgendwann mal uns verschließen und irgendwie uns in unserem Kulturtempel irgendwie selbst beweihräuchern, sondern eben, dass wir offen bleiben und nach außen, ja, und genau einfach auch verwoben sind mit diesem Stadtteil und Sprachrohr der Nachbarschaft des Viertels werden, bleiben, genau, und dass sich die ganze Sache gut entwickelt. Dann wäre eine Leinwand, eine rollbare Leinwand, eine elektrische Rollleinwand wäre super. An der Technik kann man auch noch viel machen. Einiges. Also ich bin auch noch in der G-Technik, also mir fallen viele Sachen ein, die wir noch unbedingt brauchen. Genau, also, dann gibt es noch einen OPT-eigenen Server bis dahin mit der Ostpassage Theater App, wo man die neuesten Spielplanänderungen direkt aufs Handy bekommt und da easy auch seinen Clubbeitrag per PayPal zahlen kann. Ja, und die ganze Geschichte geht weiter. Der Garten wird schön hingerichtet sein. Und wer weiß, im besten Falle, oder wer weiß, irgendwann ist vielleicht auch Aldi nicht mehr da.
Und dann ist das Ostpassage-Theater, hat dann 2 Stockwerke. Oder wir reißen die blöde Betondecke ein, die, auf die ja nur 96 Leute dürfen. Und wir spielen dann das ganze Gebäude. Finde ich gut. Das ist, glaube ich, die gewisse Portion Größenwahn, die der Laden braucht. Danke, Daniel. Und auch vielen Dank für diese Einladung. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Liebe ZuhörerInnen, kommt zu uns, sobald es wieder möglich ist. Meldet euch bei uns online. Wir sind eigentlich, also schreibt uns eine Mail. Wir sind da. Wir brauchen euch. Wir leben von euch. Wir leben mit euch. Und das ist eigentlich das Ostpassage-Theater. An dieser Stelle bedanke ich mich für das Gespräch, Daniel. Das war auf jeden Fall sehr informativ. Habe ich auch wieder viel Neues über das Ostpassage-Theater gelernt. Und damit wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.